Willkommen zu einem neuen Projekt Omenset, ein Action-Rollenspiel. Und wir starten natürlich direkt ein neues Spiel. Duralia, a prosperous land, home to many tribes. The gods entrusted the bird tribes to watch over the others. The tribe founded Pegaria, and all lived in harmony under the banner of the Pegarian Empire. Until 7 years ago, when Pegaria began recruiting the dog and cat tribes. As their strength grew, the other tribes suffered. To protect themselves from Pegarian oppression, the scattered rodent and bear tribes formed an alliance. Led by a rebel named Ratika. Tonight, the Pegarian Empire launches a brutal assault on the Rodentian capital under orders of Emperor Rindrik. When the capital falls, his conquest of Euralia will be complete. And far from the front lines, one who could have brought peace. Godless priestess Vera has been murdered. In her absence, there is no one left to protect Euralia and its people. The end times are near. Euralia needs a savior. Blutroter Wald. What the? The Emperor warned us about Redemption sorcery. Kill the intruder, quick! But sir, that glow, that sword, is it the Harbinger? What? You think it's the end of the world? Do you see any floods? Any earthquakes? No, sir. But the elders, they say the Harbinger comes to prevent the end of the world, not cause it. Could be the Harbinger, or a redemption sorcerer. I'm not taking any chances. Gut, mit vier greifen wir an, mit Kreis weichen wir aus. Brecher aus, um Angriffen zu entgehen. Ausweichen kann fast jede andere Aktion unterbrechen. Dann ganz kurz nur die Sprachlautstärke. Das stellen wir alles eine Nummer nach oben. Ja, ich habe das Spiel auf der Switch mal angespielt und haben mir gedacht, das gefällt mir wirklich so gut, dass ich es auf der PS4 spielen möchte. Und da mache ich dann auch ein paar Videos dazu. Da ist mir einfach von der Steuerung, wie es sich anfühlt und so, von der Spielmechanik. Your best fighter is dead. Catch! Ludomir? You killed Ludomir? Your friend thought he could storm in and kill Emperor Injik all by himself. I can tell you this. He met the Emperor all right. And when he did, well, your friend's death was slow and painful. You're sick, just like your master. And where's your Emperor now, anyway, huh? Too sacred to show up for battle? Oh, don't you worry. Indrik is coming.
and is more powerful now than you can ever imagine. But you will not get to bask in his light. For Odentia! What is that thing, sir? The Redentians are toying with dark magic. Attack! Aber ich habe es noch nicht durch auf der Switch. Wir spielen ausgewogen. Ja, vorher zerstören wir das hier. Indrek, I will smash your precious temple to bits if you don't come out. Das Schicksal erstellt eine Verbindung mit Ludomirs Seele. Ludomir war ein großer Krieger, loyal gegenüber dem Clan der Fondentianer. Du kannst spüren, dass der Hass, den er für Kaiser Indrek empfand, unübertroffen war. Zerstören. Gibt es hier auch noch Fässer zum Zerstören? Nein. You are the Harbinger. So we are all in danger. The threat. Do you know what it is? Did you investigate the godless priestess? That look in your eyes. You have never heard of the priestess. Where to begin? Ever since the first godless priestess appeared, the world has been a safer place. As if she scares the darkness away. But now the priestess is dead. Murdered. I am certain this is what has brought you here. Her murder is a sign of great danger. I only wish I had more time to help. How about our mission? I should have seen it. Das Schicksal erstellt eine Verbindung mit Dragas Seele. Draga war eine von Kaiser Indreks Generäle. Du kannst das gegenseitige Vertrauen zwischen Kaiser Indrek und ihr fühlen. You there! What are you? Wait, did you kill General Draga? Murderer! I'll have your head for this! Okay, Dreg, schwerer Angriff. Au. Torn by war, has come to an end.
After 300 years, the great serpent Voden has returned to devour the world. The Harbinger, awakened to fight this threat, learned of the godless priestess, of her role in protecting Euralia, and of her murder. But this was no simple murder. The immortal soul of the priestess always returns to the world. Always. But not this time. Voden's return was planned. The world has ended. But there is yet a flicker of hope. Harbinger! Focus on my voice. Let me help. Okay, also diese Schlange greift anscheinend jetzt an. Harbinger. So I can summon you here. Thank the gods. Do you know who I am? Then you did not inherit your predecessor's memories. We have no time to worry about that. Know that you are the Harbinger. You are the eyes of Euralia. You are its sword. And you are the only hope we have left. When Voden is done devouring the world, he will find this place. No, he is already searching for it. And when he finds it, well, fighting Voden is now impossible. Too strong. Even if you are victorious, there is not much of a world left to save. Harbinger, I brought you here for a reason. There is a way to save Euralia, but it will not be easy. I cannot force you to accept. But if you are willing, then come to me. Du hast genug XP gesammelt, um dein Level zu erhöhen. Meditiere vor dem Kelch, um neue Kräfte zu erhalten. Du hast genug Ember verdient, um einen Segen zu empfangen. Zahle Tribut vor dem Amboss und erhalte im Austausch verschiedene Begünstigungen. Level 2 Phantomsprengung. Schieß ein Projektil ab, das dem anvisierten Feind schadet und ihn zu Boden schickt. Du kannst Energie gewinnen, indem du Angriffe und Ausweichmanöver aneinander reißt. Du verlierst Energie, wenn du diese frei unterbrichst. Das passiert, wenn du getroffen wirst oder gar nichts machst. Halten und loslassen. Viereck. Okay. Okay. Gesundheit erhöhen. Schaden erhöhen, garantiert perfektes Ausweichen im letzten Moment auszuweichen für langsame Zeit. Okay, also die Hexenzeit quasi. Ich nehme mehr Gesundheit. Also es steuert sich wirklich richtig gut. Thank you, Harbinger. The Tree of Life. There is ancient power here, one that transcends the bonds of space and time. That power can send you into the past. You will have a chance to investigate the death of the godless priestess. If you find her soul, then the Tree of Life can spin it back to Euralia. And that may be enough to prevent Voden from appearing in the first place. And we have a suspect. Emperor Indrik. You saw his war. There is no end to his ambition and cruelty. He may even be mad enough to unleash Voden, and that means murdering the godless priestess and hiding her soul. The souls you bonded with, the tree can latch onto them, send you to the dawn of their last day. There is Ludimir, who died at the hands of the Emperor. If you meet Ludimir before his death, if you follow him, you will find Indrik. Then, there is Draga, who seems to understand the stakes.
She may help your investigation in a way no one else can. Investigate the Emperor and the death of the godless priestess. Find her soul. But which lead will you follow? Draga or Ludimir? Make your choice. Akt 1. Schuldige. Okay, das heißt, wir können unsere Zeitquarte zurückreißen. Und müssen einen Mord aufdecken, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, was haben wir hier? Ludomir, ein großer Krieger, der dem Clan der Rodentianer gegenüber loyal ist. Sein Hass auf Kaiser Indrik ist unübertroffen. Sein brennender Drang, den Imperator zu töten, könnte einen schnellen Weg zu Indrik ebnen. Unterstütze Ludomir dabei, den Kaiser und unseren Hauptverdächtigen zu konfrontieren. Frontal. Und wir haben Draga. Draga ist einer von Kaiser Indriks Generälen. Sie versucht den Krieg so unblutig zu beenden, wie sie nur kann. Ihr Vertrauen zu gewinnen wäre ein sicherer Weg, um mehr über die Geheimnisse des Kaisers zu erfahren. Unterstütze Draga, um mehr über unseren hauptverdächtigen Kaiser Indrik und sein mysteriöses Ritual zu erfahren. Gut, wir werden auf jeden Fall mit Draga starten, aber das erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.